Denn jetzt geht's mit dem Taxi zum Floating Markt. Und zwar ist der hier relativ in der Nähe. Ihr könnt hier mit Minibus fahren oder ihr könnt mit dem Taxi fahren. Oder Grab. Aber es kostet hier so. Oder die nehmen euch meistens 250 bis 300 Baht ab. Haben sie auch bei mir probiert. 200 konnte ich runterhandeln, ist trotzdem teuer in dem Sinn. Wenn ihr mit Minibus fahrt, dann habt ihr nur 10 Baht pro Person. Aber egal, dafür fahrt ihr hier ruhiger und bequemer. Okay, bis gleich auf dem Floating Markt. Ciao. So, jetzt sind wir im Floating Markt angekommen. Wir werden natürlich noch Eintritt hier bezahlen. So, Wetter natürlich erst rein. Ich glaube, ich muss mir noch eine Sonnenbrille holen. Ja, dann werden wir uns den jetzt mal anschauen. Ich hoffe, der ist interessant. Ich kenne ihn ja auch noch nicht. Die Ecke habe ich auch noch nicht bereist. Mal neugierig, was da gleich kommt. Bis dann. Tschüss. So, jetzt sind wir hier im Floating Markt. เรามีรถรางนี่คือแผนที่ตลาดน้ำทำไว้ให้เห็นเรียบร้อยเรากำลังเปิดขยายใหญ่ขึ้นผมจะพาไปเนี่ยไปนี่คงไม่ไหวผมพาไปนี่นะครับตลาดน้ำแล้วเสียรถพากลับมานี่ทีไปนวดฟรีไปดูมวยไทยฟรีครับไปไม่ไปขึ้นเลยครับผมจะออกตัวแล้วไม่ได้จ่ายตังค์ครับเนี่ยมีป้ายหมดทุกอย่างผมตลาดน้ำครับผมไม่ใช่ร้านค้าSo, leichte Verwirrung. Irgendwie können wir hier durch die Gegend fahren mit dem Holzzug hier oder werden wir gleich sehen. Achso, hier sind die Uhrzeiten. Da fahren hier die Busse ab. Bei Make-up, mein Beifuß, mein Beifuß. Oder wir gehen zu Fuß. Werden wir gleich sehen. Erstmal schauen, wie es gleich hier weitergeht. Jetzt gehen wir mal den Floating-Markt lang. Schön. No people hier. Also relativ wenig, waren bis jetzt viele Chinesen da hinten. Und natürlich im Endeffekt wieder auch Verkaufsmarkt. Wie überall hier in Thailand. Klamotten, Handtaschen. So wie wir das kennen. Ah, wir haben hier einen grünen Pfeil und einen roten Pfeil. Yeah, that we go shopping mall, huh? The green. Okay, wir gehen mal den grünen Pfeil lang hier. Seht ihr, alles hat eine Ordnung hier. Aber die Karte. So, gehen wir hier noch lang. So. Und nun? Ah, geht das hier weiter. Ja, also der Markt ist ziemlich groß hier, muss ich sagen. Deswegen kann man hier auch mit dem Bus fahren. Wir schauen uns das jetzt mal hier an. Ich stehe auf so einer kleinen Brücke. Sieht ja alles ganz nett aus hier. Okay, bis gleich. Oh. This bird? Hm? Ja. Also könnt ihr hier Strauß essen. So irgendwie glücklich sind die Leute hier aber auch nicht. Typisch Kommerz hier. Alles nur für einen Tourist gemacht hier. Ice cream? Ice cream. Chocolate, Vanille, Mango, oh. Durian. Oh. Wenn ihr wollt, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, wie gesagt, typisch wieder für Touristen. Thailändischer Wein. Little Lady, Yin. So, Handtaschen wieder. Genau das Richtige für uns. Seht ihr, für Sauberkeit wird hier auch alles gemacht. Papierkörbe hier. Dann haben wir eine Art Pfannkuchen.
Pancake. Oh, geht hoch. So, jetzt geht's mal hier hoch. Und hier haben wir ein großes Boot. Floating Mark hat er ja. Riesending. So, was haben wir hier? Ich glaube 800 oder 900 Baht kostet das, wenn ihr hier auf so einem Boot mitfahren wollt. Ihr kriegt hier so einen kleinen gelben Hut auf. Ihr könnt euch wohl fühlen. So, gehen wir runter hier. Oh, müsst ihr aufpassen hier, kann man sich schnell in den Kopf stoßen. Ja, also wie gesagt, ist ein ganz witziger Markt, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sollte man aber morgens machen, erstmal ist es dann nicht so warm und auch nicht so viel Besuch hier. Muss ich auch mal ab und zu aufpassen, weil man kann hier schnell stolpern. Aber im Endeffekt ist das ja, Verkaufsmarkt. Ne? Ihr könnt hier shoppen gehen, ihr könnt hier essen gehen. Also, ja, aber auch ganz nett. Würde ich ruhig jedem empfehlen, der zum ersten Mal hier ist, sich das anzugucken. So, jetzt habe ich hier erstmal einen kleinen Regenschirm gekauft. No problem. Sieht ja sehr hübsch aus hier. Alles Regenschirme. Umbrella. Und das ist meiner. Ja. Hab runter. Yes. Good business for you. Ja. So. Smile. Thank you. Kapu kap. Schon hier. Thai-Studio. Ja, beautiful lady. That's very nice. Two ladies. Hello. Welcome. What is it? Massage, welcome. Ah, so thank you. Yeah. No massage, please. Kein Massage. Oh, massage. Thank you. Das werde ich lieber nicht machen. Aha. Na gut, wir schauen mal hier. Oh, da hinten wird gerade Luft reingefächert. Ja, hier haben wir wieder typischen Boote. Kinkau. Ich jetzt rein hier. Wirklich schön hier. Gefällt mir. Oh. Mhm. Ja. Yeah, it's already big here. Hier, wunderschöne Brücke. Schöner Markt. Ja? Okay. Hier fahrt ihr wieder Boot. Könnt ihr sehen, wie gesagt, ihr kriegt so schöne gelbe Hüte auf. Bezahlt dafür 800 oder 900 Baht. Ja, und dann werdet ihr hier mal durch die Gegend gefahren. Zücken. Ach so, hier vorne. Ja, die Kästchen. Ja. So, cool, ne? So, jetzt trinken wir erstmal. Ja, zu. Das sieht doch lecker aus. Gut.
Originell, not copy. How much? 60 baht. Ah, okay. 200. Okay. 120 baht. 120. Whoa, where's my money? Thank you very much. โอเคเดี๋ยวเข้าพบยังโกโก้เด็กน้อยเขียวสวัสดีค่ะ What is it? โกโก้นัท sticky rice yeah แล้วก็กะทิ it's beautiful อร่อยมาก good yes that's not handarbeit here โกโก้นัท วันนี้จะได้มีกำลังใจหน่อย Das ist natürlich eine Menge Arbeit, sowas. Aber sieht lecker aus. So, jetzt kleine Spezialitäten hier: Skorpione, wenn ihr Hunger habt. Insekten. Hier, das sind diese schönen Maden. Lecker. Hier haben wir auch noch irgendwas, Grashüpfer wahrscheinlich. Dann haben wir auch Grashüpfer und hier etwas größere Grashüpfer. Also wenn ihr Hunger habt, hier könnt ihr alles essen. Hier ist so ein kleines Restaurant. Könnt ihr euch dann hinsetzen. Crocodile. Oh. Crocodile eat money. good crocodile. Crocodile eat the money. lucky crocodile. So, hier könnt ihr Früchte essen. Ananas. Melon, Watermelon, Banana. Mango, Kiwi. Alles richtig lecker. Wie gesagt, einkaufen, Shopping und Essen könnt ihr hier. Ja, Fischer hungry. Ah, you can. Ah, komm. Oh, oh, oh. Hungry fish. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja? Komm. Yeah, look. Oh, big hungry. Ja, richtig Hunger hier. Na, kommt hier. Oh, die Sau hier dran. Mann, Mann, Mann. Tja. So, noch mehr hier. Wer will noch? Wir haben alle Hunger hier. Oh, alles schon leer hier. So, das war's. Die Jungs sind ja richtig fix hier. Oh, Babymilch. Yeah. Hier, das ist das Fischfutter. Can I testing? Aha. Okay. Kopf und Grab, thank you. Jungs und Grab. So, das war eben die Fischfütterung. Das war eben die Milch. Babymilch, hat sie gesagt. Naja, wusste ich auch noch nicht, dass Kois Babymilch gerne trinken. Aber naja, habt ihr ja gesehen, es klappt. So, hier haben wir so ein schwimmendes Boot, ein Floating Market Boot. Kann man glaube ich oben essen und das fährt dann hier ab in den kleinen River rein. Naja. Hübsch gemacht. Er klopft hier. Massage? Ah. Kopfmassage. Naja, lieber nicht. Der haut mir ja noch im Kopf. So, hier gibt es wieder Taschen. Und jetzt werden wir mal was essen.
alles ganz hübsch aus. Kann man auf jeden Fall besuchen. Der Floating Markt in Pattaya. Ist nicht so weit entfernt, wenn ihr in Yom Tin seid. Wir sind vor unserem Hotel vielleicht 10, 12 Minuten gefahren mit dem Taxi. Langsam voll hier, jetzt machen wir aber einen Abgang. Boah, das macht keinen Spaß. Die jungen Leute, die ihr immer seht in den lila Shirts, das sind alle Schüler. Die kommen hier von verschiedenen Klassen und dann machen die hier einen Ausflug und essen was. Und naja, wie gesagt, da wird es laut und voll. Wir haben alle Sanuk, wenn ich Spaß hier. Ach.